Test, Test, Test. Test, Test. Muss mein Mikro vielleicht ein bisschen lauter machen diesmal. Test, 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 Test. Test, 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 Test. So. Okay. Das ist ja auch nicht hier. Menschenfeld oder was? Moment! Wieso ist das eine Tin Ranking Battle? Ist das in meine Hüllen drin, hä? Sieh es jetzt erst gerade. Okay, lol. Naja. Glaube ich geschrottet. Nett. Gut. Man sieht einfach die Schachteln da hinten. What the fuck?
So. Also, liebe Freunde, ich habe gestern Ich habe gestern mit Matze und Marco zusammen weitere Tins aufgemacht. Tins of Ancient Battle. Ich habe selber zwei Tins geöffnet, davon eine englische und eine deutsche. Und Marco und Matze haben jeweils drei geöffnet, glaube ich. Genau. Aber Marco, glaube ich, nur zwei. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also Matze hat auf jeden Fall drei. Und ich zeige euch ganz kurz meine Highlight-Karten. Wir haben nämlich danach noch alle ein bisschen rumgetradet. Ludwig kam dann auch nochmal spontan vorbei und hat dann auch nochmal Karten gegeben. Das Schlussergebnis ist quasi, dass ich für Virtual World 3 Mayhime Lulu in Prismatic Secret Rare bekommen habe, wovon ich Ludwig eine, also meine Lulu hergegeben habe, die noch ein bisschen teurer war. Und ich habe von ihm noch sehr viele andere Karten bekommen. Und von Marco und Matze ebenso. Und alle Karten zusammen, die ich jetzt habe, das sind die ganzen Rares übrigens. Also es sind alles Rares, Super Rares, Secret Rares oder Prismatic Secret Rare oder Ultra Rare, also richtig viel. Und ich habe die jetzt noch nicht wirklich geordnet. Da haben wir einmal den, da haben wir Nährwahl, Ruf zur Waffenkanne, Donnerhand, die super starke Sonnenreihe-Karte, noch ein Nährwahl, noch eine Fairy Jit. Zweimal die Falco, die ist von Ludwig. Die Rank of Magic habe ich selber gezogen, außer Warning Point, Black Sea Squatter, X-Import, Karen, Tres Hierarchy habe ich leider selber gezogen, nicht so geil. Und genau, Union Driver, auch sehr wichtig für mein ABC-Deck. Putzaktion zweimal, nochmal Union Driver, Playset. Karren habe ich viel zu oft irgendwie getradet und bekommen. Die Win für viele scheiße, für mich aber ziemlich geil, dass ich die nochmal in Prismatic bekommen habe. Nochmal Star Brigade. Die hier für Odd Eyes. Super starke Samurai habe ich auch viel zu oft. Die hier. Marco hat zwei von denen gezogen und war so ehrenhaft und hat mir eine verkauft. Ne, für 2 Euro für den aktuellen Preis von gestern. Den Barbados habe ich bekommen, den Fraktal. Ja, das sind die Karten, die, also hier kommen jetzt glaube ich fast nur Karten, die ich ja selber schon gezogen habe. Also den Fraktal gestern im Stream, Auge Eyes, die Platten und alles mögliche. Ne? Also richtig, relativ gute Karten eigentlich. Wie ich finde, noch meine Putzaktion, das war ja meine, die ich gezogen habe. Und ja. Der Alpha Bestienmeister, sehr nett. Alpha, die Schwinge. Nochmal eine Suha. Manche Karten können auf jeden Fall nochmal richtig krass steigen im Preis, aber jetzt droppen halt natürlich erstmal alle. Ich habe auch noch ganz viele AI-Karten mir rangeholt, weil ich glaube ich ein Ignister-Deck bauen möchte. Irgendwie irgendwann. Also die sehen wir ja jetzt vor allem hier. Die hat größtenteils mir Ludwig abgegeben. Genau. Und ja. Ihr seht schon keine Crossout in diesem ganzen Stapel. Ich habe drei Tins aufgemacht, keine Crossout bekommen. Aber Matze, dieser miese, von Fortuna geküsste und geflankte Glückspilz, hat einfach zwei Crossout Designator in drei Tins geöffnet. Also als er die erste gezogen hat, in der ersten Tin dachte ich schon so, what the fuck, okay. Ist natürlich, ne, lucky, hätte ja jeder ziehen können. Aber dass er in der letzten Tin dann nochmal eine, oder in der vorletzten, glaube ich, weiß gar nicht, ob es in der zweiten direkt war oder in der dritten erst, hat er nochmal eine gezogen. Wie lucky kann jemand sein? Ludwig schreibt sogar gerade, er hat Lulu für 6 Euro verkauft. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Chat rausholen, um euch zu beweisen, dass Matze wirklich 2 hat. Das ist so ein mieser Sohn einfach. Also wir sehen es hier. 2 fucking Crossouts auf meinem Tisch draußen. Ich fass es nicht. Ja, so wild kann es sein. Jetzt werde ich nur ganz kurz meine Freunde benachrichtigen, dass ich jetzt, ich streame jetzt meine letzte Tin. Schaut gerne rein und schreibt mit mir, beziehungsweise wünscht mir Glück. So. Ich bin auch live, oder? Warum habe ich keine Benachrichtigung? Warte mal, mir folgt jemand?
Stand gerade, also hier steht, halt Fatsch, es folgt dir. Achso, das war aber an einem anderen Tag, okay. wie kann ich jetzt hier teilen? Hier teilen. Ups. Ja, Ludwig meinte, man könne auf Instagram ein bisschen Promo machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Story gestalten. Bin jetzt live auf Twitch und öffne meine voraussichtlich letzte Yu-Gi-Oh! Tin-Box für Cross-Out-Designator. Schaut rein und drückt mir die Daumen, please. Ja, natürlich, also schon sehr. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn Matze zwei Crossouts zieht, dass ich überhaupt noch eine ziehen könnte. Also rein statistisch gesehen. Wahrscheinlichkeitsrechnung würde sagen, es ist ja immer die gleiche Chance. Legit. Ist es ja auch. Aber ja. Adrionik 1, 3. Moment. Twitch. Gut. Schauen wir mal. So. Hey, spielst du auch Edo Pro? Yes, ich spiele Edo Pro. Zwar nicht regelmäßig, aber um Decks zu testen, ist es ziemlich geil. Ne? Ich spiele das gegen Freunde. Ja, ist ganz cool. So kann ich meine Decks bilden. Ist eigentlich ziemlich nice. Statistisch, ja, mal schauen. Da ist er schon, der Hundesohn. Soul Wolfie, aka Matze, aka der Sohn mit zwei Crossouts. So. Okay, wenn du Bock hast, können wir spielen. Ja, können wir ein andermal gerne machen. Bin da im Bischof gejoint. Ehrenmann. Du musst vielleicht noch ein paar Rollen ausfüllen, aber naja, gut, für Yu-Gi-Oh! Habe ich noch keine Rollen. Vielleicht muss ich für Yu-Gi-Oh! Auch doch nochmal wieder ein Challenge machen. Den habe ich vor 2 Jahren gelöscht oder so. Weil keiner Yu-Gi-Oh! Am Start war. So. Ich habe jetzt hier die beiden letzten Tins. Eine davon gehört immer noch Matze, weil er auch sich 4 Tins gegönnt hat. Und die andere gehört mir. Jetzt ist natürlich die Frage, welche nehmen wir? Das Ding war, Marco hat sich gestern die rechte Tin gegönnt. So hat Matze beide linken Tins gehabt und er hat somit die beiden Crossouts gezogen. Es ist völlig wurscht. Und ich glaube, ich würde da jetzt einfach sogar eine Münze werfen. Also ich gehe wirklich auf den ultimativen Luck-Faktor, weil ich habe echt kein. Ich will die Crossouts ziehen, aber ich würde mir natürlich auch tierisch in den Arsch speisen, wenn er noch die dritte bekäme, ne? Benny, du spielst nur Yu-Gi-Oh! Und Tekken. Okay, ja, kein Problem. Wie gesagt, ich mache noch ein YouTube. Nicht ein YouTube, ein Yu-Gi-Oh! Rolle werde ich noch machen. Kommt alles mit seiner Zeit. So, ich brauche jetzt erstmal eine Münze, das heißt, ich brauche Geld. Ich bin broke. Wenn ich Crosser ziehe, dann nicht mehr. Das wäre ganz cool. Ich brauche meine Glücksmünze. Ja, Moment. Wo habe ich die? Die ist doch... Bin ich jetzt lost? Ah, nee. Hier. Hey, da ist es gar nicht. Warte mal. Moment, wo ist meine... Hä? Okay, ich bin doch ein bisschen lost. Wo ist mein Zeug mit meinen Glückssachen, mit meinen Erinnerungsstücken? Das hier? Nee. What? Scheiße. Wo ist meine kaputte Eierschalenkiste? Ich bin gleich wieder da.
Hier, das ist meine Eierschalenkiste, die habe ich selber gemacht im Kindergarten. Da sind meine wertvollsten Erinnerungen drin. Und ja, da drin müsste sich meine Glücksmünze befinden. Genau, die habe ich damals in einer der ersten Wohnungen gefunden. Alter, die ist ja schon richtig dunkel geworden. Und das ist so eine, ich glaube, so eine japanische oder asiatische Münze. Ich habe keine Ahnung, was die genau ist, was das für eine Währung ist. Ich weiß es bis heute nicht. Die hat ein Loch in der Mitte. Das hat mich damals so fasziniert. Man sieht's nicht, weil die Cam nicht ranzoomt. Jetzt hat. Genau, und es gibt eine Seite mit einer Ähre tatsächlich. Ja, Ähre geht raus. Und eine andere Seite mit einem. Mit Schriftzeichen. Genau. So. Ja, chinesisch, was auch immer. Irgendwas Asiatisches. Auf jeden Fall ziemlich nice. War damals. Hat mich übel fasziniert. So, wir nehmen. Die Schriftzeichen oder die Ehre, komm. Und das ist die Ehre, das sind die Schriftzeichen. Let's go. Komm, Ehre. Es sind die Schriftzeichen. Na? Genau. Also mit der Hand im Hintergrund kann man tatsächlich besser ranzoomen. Gut. Es sind die Schriftzeichen geworden. Das heißt, die linke Box hier. Chinesen und Japaner hassen sich etwas. Ja, Alter, das ist mir schon bewusst. Ich bin ja nicht komplett lost. Gut. Also. Stardust Drachenlied hilft immer. Stardust Drachenlied? Moment. Okay, das ist ziemlich cool. Ich habe ein geileres Lied und zwar. Moment. Schau mich an, du weißt, es ist soweit. Dein Puls rast, du bist bereit. Lass das Schicksal entscheiden. Geil. Ja, ich bin grundsätzlich auch ein Freund von englischen Versionen, aber das ist Kindheit, ja. Genauso wie Game On von Yu-Gi-Oh! GX. Das sind die beiden besten Intros und vermutlich auch die besten deutschen, besten deutschen Synchros von, also Versionen von den Songs. Ja. Japanisch. Nee. Nee. Das Ding ist, wenn man kein Japaner ist, hat man Japanisch ja nicht als Kindheit gehabt, ne? Also, in der Kindheit hatte man keine japanischen Intros. Welche Box waren das jetzt? Das war jetzt die, glaube ich, ne? Genau, die war rechts und die war links. So, die hier. Dann lege ich mal die rechte Box auf die Seite, in der Hoffnung, dass da nichts drin ist, was wertvoll ist. Das ist eine absolute Schmutzbox. Ich spüre es. Ich habe immer nur Sub geschaut, Alter. Was warst du für ein Rich Kid? So, sorry, aber im Fernseher hatte man nur Deutsch. Ne? Gut.
Eine Sonnenblume kriegt ja nicht. Oh, doch, die werde ich sowas anziehen, Leute. Bei der Macht des Schicksals. Ja, an, ich glaube an das Herz der Karten. Nicht so wie ihr, Lelix. Ihr habt doch nie an das Herz der Karten geglaubt. So. Windows Millennium und YouTube. Okay. So, das ist die wunderschöne Box. Würde natürlich. Ich bin halt kein. Also ich müsste vielleicht mir irgendwie ein Setting erschaffen, wo man Openings viel geiler machen kann. Aber dazu bräuchte ich auf jeden Fall eine zweite Cam. Also mit einer normalen Standard-Facecam ist das jetzt nicht so nice. Nur Stardust Dragon Theme Song kann helfen. Nee, Benny, also. Du bist leider eh schon ziemlich lost, was das angeht. Ne? Also wenn du die deutsche Synchro nicht feierst, weil das nicht Teil deiner Kindheit war. Dann tut's mir halt auch leid für dich, ne? Klar, original und so, aber nur ein wahrer Fan weiß eine Adaption zu schätzen. So. Ich mache Spaß, by the way. Let's go mit dem ersten Pack, Media Pack, Teen of Ancient Battles. Ich bin richtig gespannt und ich hoffe, dass da was Geiles rauskommt. Wir machen den klassischen Opening-Trick mit den hintersten 6 Karten als Kamels nach vorne und die Rare kommt, ja, sind ja 18, das heißt, 17, ich habe 6, 9, 12, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt die da rein. Ich bin Fan, ich bin TCG-Spieler, ich war Fan des originalen Mangas. Ja? Gut. Seid ihr ready, Alter? Seid ihr ready? So, wir drehen mal um für die Kamels. Wir haben hier einmal Finsterlord Aufstand. Nett. Ach so. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe hier eine Liste gemacht mit allen Karten, die ich haben wollen würde. Und wenn man die mal ganz kurz in die Cam hält, dann sieht man, ich habe tatsächlich schon einige. Vor allem die Prismatics, die habe ich, die ich haben wollte. Also ich habe Suha, Fraktal, Lulu, die habe ich jetzt sogar dreimal. Stimmt, also ich habe die Liste habe ich seit gestern jetzt nicht wirklich geupdatet. Ferijit müsste ich sogar auch dreimal haben, Win. Und wir sehen, bei den Ultras habe ich jetzt noch nicht so viele. Doch, die Fallgrube habe ich auch. Alter, das ist ja alles überhaupt nicht aktuell hier. So, Moment. Nee. Ihr kennt meinen Perfektionismus. Das muss aktuell sein. So. Genau, die habe ich jetzt auch einmal. Die Tierfizierte Archosaurier war ja für Ludwig eher gedacht. Die Marinzessin ist auch für Ludwig gedacht. Für Andi gedacht gewesen. Gut, den Luftangriff müsste ich dreimal haben. Überfallritter habe ich zweimal jetzt sogar. True Light war auch für Ludwig. Das ist für Matze. So, das heißt, ich hätte gerne noch ein A Zeus, eine Starbrigade Schurak, das unheilvolle Omen, Talent der drei Taktiken, Chaosherrscher, die Crossout Designator natürlich und ein Piercing the Darkness. Und Gizmic Kaku, der oberste Hirsch-Typi. Ja, das ist so ziemlich alles. Lightbogen, Lightcraft habe ich auch in den Comments. Ja. Also, alles ziemlich, so ziemlich das meiste, was ich bekommen habe. Red Chain Emitter habe ich dreimal, Strenner, Architis. Ja, es fehlt mir quasi, ja gut, Shenshen. Also mir fehlt der Shenshen und der Arc Rebellion, Titanus Cider, am besten im Playset. Und natürlich Crosser Designator, Piercing the Light, die zwei Karten und die zwei Karten hier. Und Gizmic Kaku. Das ist so ziemlich alles, was ich noch brauche oder haben möchte. Sobald ich Crosshair ziehe, ist der Rest völlig egal, weil dann kann ich mit Crosshair theoretisch alles davon hier zünden. So. Ah. Marco, du bist auch im Start. Oh ja, beide grün. Das ist ziemlich schwer für mich rauszulesen. Ah, hier ist Marco rot. Okay, gut. Dann lese ich da lieber. Ja. Let's go. Also, wir haben hier einmal den Finsterlord Aufstand. Und verzeiht meine Fingernägel, ne? Die sind natürlich nicht schön oder so, deswegen, ja, schaut bitte nur auf die Karten. Hey. Ja, hier haben wir nochmal den Säbelrino, den ich auch haben wollte, den ich tatsächlich nur einmal gezogen habe. Da haben wir einen Haufen Melfi-Shit. Ne? Marco hat sich ja richtig gegönnt gestern, hat er übles Melfi-Shit gehabt. Was ist das? Überfall-Raptor-Konterfalle, ja moin. Warum zoomt es nicht? Das ist doch jetzt richtig kacke, Alter. Das ist doch jetzt richtig kacke. Wenn ich so mache, zoomt er, ne? Velpi, Kani. Okay, das zoomt richtig schön rein. Okay, das ist sehr, sehr geil. Tiefseesängerin. Nee, ist, Alter, da lobt man es einmal. Kann ich ein weißes Blatt benutzen, ist die Frage.
dass der besser reinzoomt. Ich glaube. Ja. Fedran, der spitzbübische Wind. Dojon Edignister. Rosenmädchen. Link Party. So entstehen Kratzer. Kratzer? Ich habe keine Kratzer in meinen Karten. Link Party. AI Schatten. Okay. Ich habe eine Baskelus gezogen, Andi. Für dich. Ne, extra für dich. Die Vogelscheuche. Jetzt habe ich schon 6 Stück davon. Ein Shenshen, den nehme ich ja doch gerne mit, weil ich brauchte noch einen zweiten für mein Virtual World Deck. Mahama, der Feendrache, das ist jetzt nicht die ultra krasse Ultra Rare. Bin ich leise? Ja, das liegt daran, weil mein Mikro irgendwie so komisch ist. Vielleicht muss ich so drehen, dass ich lauter bin. Ich habe sogar echt die Einstellungen lauter gemacht. So, bin ich jetzt lauter? Ich sollte jetzt lauter sein. Also, Mahama Feendrache. AI-Kontakt, schade. Schade. Dreitron, Zeta, Aldebar, genau. Ja, aber ein kleines bisschen. Hä? Ich bin direkt vor dem Mikro. Alter, laber doch keinen. Junge! Besser geht nicht. So. Ja. Ist ganz okayisch. Schade, falscher Spell. Yes, falscher Spell, leider. AI-Kontakt kann ich zwar auch brauchen, habe ich auch nur einmal bis jetzt, aber hätte natürlich trotzdem gerne. Ne? Noch mehr gehabt. Gut. Ich pack mal den Schwan in Hüllen rein. So, und ich lege schon mal diese Hülle hier für Crossword Designated zur Seite, weil ich ganz fest an das Herz der Karten glaube. I believe I can fly. Und I can auslösch mit dem Informanten. So. Zieh mal die vor, den Ultras ganz langsam so hoch, dass man erst unten sieht, ob sauber für die Spannung. Ja, nee. Ja, wobei, ja, aber AI-Kontakt ist dann der übelste Bait einfach nur. Ne? Weißt du, wie ich meine? I believe I can fly ist im Knast. Oha, ist der echt im Knast? Ja, belastend. Hat gute Songs gemacht. So, die Commons wieder nach unten. Die Rare nach hinten. Und ich würde die Prismatic Secret Rare ebenfalls hinter die Ultras machen. So. Let's go. Das Ding ist, ich brauche echt einen geilen Hintergrund. Kann ich aufstehen und so mich selbst als Hintergrund machen? Das ist doch ein Plan, Leute. Das ist doch ein Plan. So, Mikro nach oben. Easy. So, ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir machen mich selbst als Hintergrund. Das ist doch schön. Ja, Magellanica, die Tiefseestadt. Ist ganz cool. Dogmatiker Nation. Ich wusste gar nicht, dass diese Karte hier drin ist. What the fuck? Das ist die erste, die ich ziehe von denen. Also die erste Nation. Nee, der Zoom funktioniert immer noch nicht. Das ist doch jetzt richtig bitter. War leicht vergessen, weil Mädchen in Form lässt. Ja, sowas gehört auf jeden Fall in den Knast, finde ich. Nee, der Zoom will nicht. Der Zoom, der hat heute keinen Bock. Es tut mir leid, der Zoom hat heute keinen Bock. Ich muss es mit dem Papier machen. So. Also, die Nation. Ja, Boxner Panda, Alter. Spielt den eigentlich irgendjemand? Handteufel. Perialis, Kaiserin der Blüten. Ganz cool. Aber, naja, ne? Der Zoom und der Live Alert wollen nicht. Ja, der Live Alert ist halt wirklich. Ich weiß nicht, was mit dem Bot in letzter Zeit los ist. Der ist richtig am Inten. Ohne Spaß. Aber danke, dass du eingeschaltet hast, Johannes. Ich dachte gerade, ein Panda wäre ein Qualer. Ein Qualler? Qualler? Was ist denn Qualler, Alter? Okay. Freilaufende Monster. Usari Edignister. Link Party. Alter, nur Schmutz dabei, ne?
Oh fuck. Jetzt habe ich ein paar Karten zur Seite geschoben, das ist nicht so geil. Alle sind die faulen Tiere, die nur rumliegen und essen. Ach so. Okay. Ai, ai, Wiedergeburt. Nee, Mann, das ist doch scheiße ohne Zoom. Konami. Telekom. Logitech. Mach mal Zoom. Wollte gerade eigentlich Blacky schauen, der meinte, der wäre 12 Runden Spoiler-Isanet und hat dich dann umgesehen. Ja, ja. Lichtdrache Edignista. Gukimum. AI Ritual. Ist natürlich scheiße, wenn sich die Karten so verschieben. Geschwindigkeitsroyal Autoro. Flammende Waffe. Was Flammele Waffen Joyous? Warum ist die in Anführungszeichen? Tommy! Schön, dass ihr alle am Start seid. So. Linguribu? Nee, es ist ganz schwierig. So geht's. Zelenglea, der leuchtende Monddrache, das ist die Prismatic Secret Rare. Und jetzt kommen wir zu den Ultras. Dunkelheit durchdringen. Die nehme ich mit. Aber jetzt ein Crossout, komm. Ah, schade. Achichi Edignist. Aber Dunkelheit durchdringen, das ist doch mal was, womit ich erst anfangen kann. Tatsächlich, endlich mal eine gute Karte. Und eine, die auch auf der Liste gefehlt hat. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt gehe ich mir nochmal die Hände waschen. Gut, also, Benny und alle anderen, ihr wisst Bescheid, ich habe ein Waschbecken im Zimmer, ich habe mir jetzt die Hände gewaschen. Also, ich bin ready. In dem letzten Boosterpack, da ist sie drin. Ich glaube ganz fest daran, dass sie da drin ist. Wenn nicht schlimm, ich würde mich natürlich ärgern, aber passiert, ne? Passiert. Wenn sie kommt, wäre geil. Zeus wäre ein richtig geiler Platz 2. Definitiv. Ja, also Zeus wäre schon sehr geil. Und wenn gar nichts hilft, muss ich kurz mit meiner Ghost Rare flexen. Aber ich hoffe, dass ich nicht flexen muss damit. So, die obersten 6 nach hinten. Die Rare kommt hier hin. Und die Prismatic kommt hier hin. Gut. Nee, Zeus auf Platz 1 ist Schmutz. Crossout Platz 1. So. Zeus ist auf jeden Fall schwächer als Crossout. Das ist ganz klar. Das ist definitiv klar. Jeder, der Ahnung von Yu-Gi-Oh! Hat, weiß das. So. Fester Wille, der Überfall. Moment, wie habe ich denn das jetzt gerade gehalten? Ich hatte doch gerade voll die Talente oder die dienen nicht gut. Ja doch, Platz 3 und Platz 4, ne? Hätte ich auch gern. Ich will nur Zeus sehen. Ja, es ist mir egal, was du sehen willst. Ich will Crossout sehen. Das ist mein Stream. Musst du halt Tints kaufen und selber aufmachen. Für Zeus. Und drüben mit der Kralle des Überholraptors. Ohren des Spinato. Nett. Gute Karte. Kristallevonit. Ist auch geil. Für Steinbefreier. Melfi Katze. Zeus ist jetzt auch nicht so krass. Ja, genau. Zeus ist halt ein Monster, ne? Monster sind halt Monster. Zaubergarten sind schon eine ganz andere Hausnummer. Anstrengendes Vertrag. Alter, Kniegritter ist auch so ein Meme, oder? Kettensägenhai. Jawoll! Playset von Arithis ist da. Astolfo. Foxy F-Magier. So habe ich das, glaube ich, gehabt, ne? Das ist eigentlich... Ist das schlau oder ist das dumm? Ist das schlau?
Es geht sogar, ne? Geht sogar. Panzerdual-Wild-Charger. Titanus-Salder, jawohl. Komm, das ist doch ein Zeichen für Crosser. Usch. Das ist eine Zauberkarte. Das ist eine Zauberkarte, Leute. Da ist eine Zauberkarte da hinten. Nee, Alter, mach nicht diesen. Komm. Das ist jetzt eine Crossout, sonst das wäre jetzt schon echt scheiße, wenn nicht. Das ist ein Crossout. Bitte. Please. So. Ja, ich bin zittrig, jetzt bin ich zittrig. Moment. Also, Sea Squatter, ne? Den kennen wir ja. Jetzt hab ich. Hallo. Zoom! Du blödes Stück! Wie kann diese Cam eigentlich im Hintergrund zoomen und im Vordergrund nicht? Was bist du eigentlich für ein Scheißprodukt? Hallo. Danke. Strickscharf, geil, das ist die Prismatic Secret Rare. Alter, das kann mir keiner erzählen, dass der Zoom so scheiße ist. Komm, jetzt gönn. Gönn. Ja! Oh mein Gott! Ich habe an das Herz der Karten geglaubt, meine lieben Freunde. Das Herz der fucking Karten. Ich hab's euch gesagt. Ihr Narren. Ich habe es euch gesagt. Ihr müsst an das Herz der Karten glauben. Boom. Oh. Geil. Ich danke jedem, der mich bis zu diesem Weg begleitet. Okay, nee, so krass ist die Karte jetzt auch nicht. Dass ich da mein Leben jetzt von abhängig mache. Aber, jetzt muss ich noch eine ziehen, ja, Marco. Du musst an das Herz der Karten blieben, ich schwöre. Das ist der Lifehack. An das Herz der Karten glauben. Ich bin ehrlich, als ich die Ghostware damals gezogen habe, habe ich nicht dran geglaubt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Ghostware war eine Entschädigung für mein Karma. Und das hier ist einfach nur Belief. Alter, jetzt leck mich fett am Arsch, du blöde Facecam. Zoom ran jetzt. Gib mir ein gutes Bild. Sehr schön. Das ist doch mal ein wunderschöner blonder Mann mit einem Schwert. Man kennt ihn. Dass Menschen in 2021 wegen einer Scheißkarte so ausrasten. Wer hätte es gedacht? Wir haben Umweltkatastrophen und Klima und so einen Scheiß und wir freuen uns wegen der Kackkarte. Man kennt's. Ah, perfekter Zoom. Also, deklariere einen Kartennamen, verbanne eine der deklarierten Karten von deinem Main Deck und falls du es tust, annulliere bis zum Ende des Spielzugs ihre Effekte sowie die aktivierten Effekte und Effekte auf dem Spielfeld von Karten mit demselben Grundnamen. Du kannst nur einen Auslöschungsinformant pro Spielzug aktivieren. Geil. Ultra Rare Auslöschungsinformant Easter. Boom! Herz der Karten. Believe it! Und das deutsche Opening ist das bessere von 5Ds. Schwöre. So. Und jetzt. Kurzer Flex zum Abschluss. Wenn du zoomen will. Blauäugige Alternative, weil es Drache Ghost wäre. Geil. Flex on them haters, ich schwöre. Flex on them haters. Oh! Puh. Also war wirklich ein 50-50 für dein erster oder mein Place, ich hätte es nicht gedacht. Ja, ist halt. Was? Ein 50-50? Wir haben 3 gezogen aus. Ach so, du meinst jetzt von der Tin. Ey, vielleicht ist da auch noch eine drin, aber ich hoffe es nicht. Ja, du hast schon 2, also. 2 gönnt man eigentlich keinem. Ja, du hast doch vorher eine. Ja, habe ich auch. Habe ich. Also ist halt wirklich so. Man weiß ja nicht, ob da auch noch eine drin ist. Ne? Es war 50-50 nach der Chance, die man sowieso normalerweise in jeder Timbox hat. Wie hoch ist die Chance? Ein Zehntel? Ein Zwanzigstel?
Naja, eigentlich ein Dreißigstel, ne? Ich bin ja. Nein, eigentlich zwei Dreißigstel. Du hast ja. Nee, Quatsch. Was laber ich, Alter? Also, pass auf. Du hast in einer Tin 6 Ultras und es gibt insgesamt 30. Das heißt, rein statistisch, wenn jede Ultra gleich verteilt wäre, was ich nicht glaube, dass Konami genauso viele Ausschlussinformaten verteilt hat wie AI-Kontakt, das glaube ich nicht, dann hätte man eine ein Fünftel Chance. Aber ich glaube, dass du auf jeden zweiten AI-Kontakt oder dritten AI-Kontakt oder AI Island, Alter, was auch immer, hier diese Karte, dass du, also du wirst zwei, dreimal dieses Island ziehen, bevor du einen Ausschlussinformanten ziehst. So, das heißt, der Ausschlussinformant, den ziehst du nur in jedem dritten Fall von diesen ein Fünftel. Das heißt, ich würde grob schätzen, die Chancen, Ausschlussinformanten zu ziehen, ist in jedem zehnten bis jedem 15. Tin. Es würde, rein logisch betrachtet, würde das Sinn machen. Bei uns jetzt nicht, weil Matze und ich zusammen drei gezogen haben aus aktuell 7 plus Marco seine 2 Tins, 9. Eine ist ja noch über. Also, wenn da keine drin ist, sind es wahrscheinlich 3 aus 10. Das ist unwahrscheinlich. Das ist giga unwahrscheinlich, dass du 3 aus 10 ziehst. Dass du eine aus 10 ziehst, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also eine aus 12, wenn du ein Case kaufst. Ich glaube, dass du da eine ziehen wirst. Wenn du keine ziehst aus 12, ist das eigentlich schon ein Betrug. Weil ich finde, Konami müsste es schon so machen, dass wenn du ein Case, also wenn du ein Case kaufst, dann müsstest du das drin haben. Aber es müsste rein rechnerisch drin sein. Also jede Zwölfte. Das würde genau meiner Statistik entsprechen. Dass du in jedem Zwölften einen Cursor ziehen müsstest. Deswegen ja, Rotzkast 3 in 12, 13 Boxen. 3 in 12? Naja, 4, 4. Ah, du hast einen auf Amazon, stimmt, 5. Und er hatte auch 3. 9, 12, ja. Stimmt. Naja, und dann überlegen wir, dass Ludwig. Hat Ludwig eigentlich einen gezogen? Du hast keine gezogen, right? Oder so? Nee, du hast Talent und Nadidina gezogen, right? Genau. Weil wir waren es jetzt 2 aus 4 und mit deiner waren es 3 aus 5 gewesen. Das ist so unrealistisch. Das ist wirklich unrealistisch. Ludwig hatte keine. Wie viel hattest du nochmal? Du hattest, glaube ich, auch. Nee, du hattest 6 Stück, ne? Alter, okay, das ist natürlich bitter. 6. 4, das sind 10, er hatte 5, das sind 15, Marco hatte 2 oder 3, das sind 18. 3 aus 18, das wäre ein Sechstel aktuell. Das ist das. Nee, das ist nicht ein Sechstel. Bei uns war es jetzt ein Sechstel insgesamt. Also in meinem Freundeskreis mit mir zusammen waren es ein Sechstel. Genau. 3, 6, 4, das sind 13 plus seine 5 sind 18, genau, ein Sechstel Chance. Das ist viel zu wenig. Ich glaube, dass es ungefähr ein Zehntel sein sollte. So. Es sollte sich ungefähr in ein Zehntel einpendeln, vielleicht ein Zwölftel. Ne? Also wenn du einen Case kaufst, sollte man schon eins ziehen. Julia hat zwei gezogen. Das ist natürlich Luck, wenn du zwei ziehst. Giga-Luck von Matze sowieso, dass du zwei ziehst. So, Mathematikstudium beendet. Boah, Alter. Meine Fresse. Ich fasse es nicht. Also ich bin dem Glück, Fortuna, was auch immer, dankbar, dass ich auch noch einziehen durfte. Das hat meine Seele jetzt mehr als nur befriedigt. Ich kann jetzt heute Nacht beruhigt feiern und schlafen gehen. Ja, heute wird noch gefeiert. Fett auf den Crossout. Ich selber, ich bin Gönner. Ja? Ich hätte Matze eine gegönnt. Ja? Ich habe ihm gesagt, komm, ist geil, du hast eine gezogen. Krass. Also gestern nicht, aber heute schon. Heute, also klar, nach dem. Selbst wenn ich. Ich bin ehrlich. Es sind nur Karten. Natürlich gehen die Karten Geld. Und es ist im Endeffekt nur Geld. So, das ist scheißegal. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist scheißegal. Ich bin froh, dass ich eine habe. Ich bin froh, dass Matze eine hat. Zwei ist schon ehrenlos, aber okay, hat er halt. Kann man nicht ändern. Ich hoffe, dass Marco ebenfalls eine zieht. Ich bin ehrlich, ich bin Gönner. Ich will, dass Marco auch noch eine zieht. Allein, weil er uns dann nicht mehr abfuckt. Aber trotzdem. Dass Luffy keine gesungen hat, finde ich auch richtig scheiße. Nein, aus 6 Packs hättest du theoretisch auch eine verdient, weil das ist echt massig Geld. Und vor allem, ich glaube, eine wertet ungefähr den Preis der 6 auf. Wobei man nicht weiß, wie die Preise steigen. Ne? Auf Kartenmarkt droppen ja gerade alle Sachen, aber manche steigen ja wieder, wie Ludwig ja auch meinte. Ja, willst meine auch noch mal und mir dann die Karten zuschicken? Das könnte ich natürlich gerne machen.
Jeder ausreichende Moment, den ich ziehe, wird natürlich in meiner Hand behalten. Nein, Spaß. Also, ich könnte natürlich gerne, wenn du möchtest, Matze, deine auch machen. Dann werde ich ganz kurz meine Tin mit dem Typen da hinten oder aufs Fenster mal stellen. Da rechts, links, also links mal nicht. Kann man, glaube ich, maken, oder? Kann man das maken? Ich muss ganz kurz natürlich noch die anderen Karten einfolieren. Das Strickschab. Charger in Rare, Alter, was ist das? Titanus Cider, ja, die Karte legen wir noch vor. Die ist geil. Titanus Cider. Sehr schön, so. Geil. Dunkelheit durchdringen und Crossout. Ich fass es nicht. Wie kann man so einen Luck haben? Also, really? Oh Mann. Oh Mann, Leute. Das sieht man nicht. Ich könnte sie da oben hinstellen. Das würde gehen. Hier so. Das kann man gerade noch sehen, right? Nee, kann man nicht. Scheiße. Warum bist du umgefallen? What the fuck? Okay. Ja, dann muss ich kurz meine Waifus überdecken. Tut mir leid, Waifus. Aber heute bin ich die mit dem Ausschlussinformanten. Du hast noch kein Zeus, Chaos Ruler oder Forscherin. Ja, das stimmt. Also Chaos Ruler ist natürlich noch eine Karte, die ich gerne haben wollen würde. Ich muss, by the way, meine Ghost Rider dahin tun, wenn ich schon mit dir flexen will. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Wo kann ich die? Ich könnte die ironischerweise hier einfach auf dieses Holzteil kleben. Ja. Ich glaube nicht, dass ich noch eine ziehen werde. Ich werde wahrscheinlich keine mehr kaufen, außer spontan mal im Laden, wenn ich die sehe. Ja, also wenn die im Laden 15 Euro geht, ran da. Aber ja, okay. Aber Marco, das ist ja nicht schlimm. Du hast immer noch deine Nibirus und die sind aktuell in unserem Spiel ja immer noch sehr starke Karten. Gut. Matze möchte, dass ich jetzt seine Tin aufmache. Habe ich die hin? Ah ja, da hinten versteckt. Genau. So. Dann. Werde ich ganz kurz den Stream hier unterbrechen und starte gleich einen zweiten Stream für Matze seine Tin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten dieses Streams, für dieses Video und für euren Support, für euren Hate und für das Glück, eine Crawler gezogen zu haben. Bis gleich zum nächsten Stream.